Sorge, ich mach das. Das war wirklich gefährlich. Aber wir mussten hier raus. Ich habe nur das Gefühl, dass du dich von diesem neuen Arm etwas zu sehr mitreißen lässt. Sein Name ist Ärmchen. Ist mir egal. Ärmchen hilft den Menschen. Und außerdem ist er der fröhlichste Kerl weit und breit. Kommt er euch gefährlich vor? Hallo, Blossom. Gut gemacht, Ärmchen. Glaubst du, Bubbles hört sich selbst beim Reden zu? Bubbles? Du kommst ja wirklich wie gerufen. Hallo, Professor. Brauchen Sie mich und Ärmchen für irgendwas? Vielleicht, um auf der Straße für Gerechtigkeit zu sorgen? Ich habe draußen einen Haufen Türen gesehen, die noch nicht kaputt waren. Eigentlich ist es jetzt Zeit, den Gips wieder abzunehmen. Was? Ganz recht. 6 Wochen sind jetzt vergangen. Du bist wieder gesund. Nein! Endlich kehrt hier wieder Normalität ein. Und du kannst aufhören, diesen Gips wie einen echten Freund zu behandeln. Was? Ich kann echt nicht glauben, was ich mir da anhören muss. Ärmchen ist mein bester Freund. Ihr dürft ihn mir nicht einfach wegnehmen. Fragt euch doch selbst, was ist Freundschaft? Oh, nicht schon wieder. Ist sie ein Schiff, das auf der See der Freundschaft im Ozean über Wellen hüpft und dabei die Möwen begrüßt, Geheimnisse entschlüsselt? Oder ist sie eher ein U-Boot, das immer tiefer und tiefer ins Meer des Verständnisses abtaucht und dabei ebenso die Möwen begrüßt, die in ihrem eigenen U-Boot sitzen und darüber hinaus? Bubbles, hör auf damit! Es wird Zeit, den Gips abzunehmen! Nein, ihr seid nur neidisch! Ihr seid alle neidisch! Das lief ja gut. Ich fass es nicht. Wie können die das tun? Erst erzählen sie mir, ich bin zu schwach. Und dann kriege ich Ärmchen und sie sagen, ich bin zu stark. Und dann wollen sie mir weismachen, dass ich zu oft mit mir selbst rede. Ärmchen ist nicht gefährlich. Hey, streunender Welpe. Sie sind nur neidisch. Das sind alles nur Weicheier. Blöde Weicheier. Blöde Weicheier. Oh. Hey, Bubbles. Ich bin kein Weichei, verstanden? Nein, Rita, du kannst dich nicht von Packrat trennen, meine große Liebe. Oh. Lauf, Rita, rette dein Leben! Ich brauche schöne Funkeldinge für Rita. Hey, ist das Packrat? Okay, Mädels, Delta-Formation. Nein, Ärmchen und ich können uns ganz allein darum kümmern. Der Tag wieder einmal gerettet. Aber zu welchem Preis? Wartet, was? Oh, es geht noch weiter? Bubbles! Da! Bubbles! Alles in Ordnung? Ich glaube schon. Bubbles, das war das Erste, das ich jemals gesehen habe. Definitiv eine unserer Top-3-Explosionen. Danke. Und es tut mir leid. Ich hätte mich nicht so von Ärmchen abhängig machen dürfen. Also, uns tut es auch leid? Ja, du bist kein Weichei. Gehen wir nach Hause. Au, mein Bein! Ist das dein Ernst? Wir besorgen dir aber keinen Gips. Und wenn wir ihn Beinchen nennen? Nein! Bein nur?